Ja, Schleichwerbung. Der hört gar nicht auf zu reden. Ja. Benutzen wir ihn nochmal. Schalten ihn lieber aus. So, den Kongressteilnehmer. Können wir ansprechen. Inhalieren Sie auch Fliegen, wenn Sie so schnarchen? Inhalieren Sie auch Fliegen, wenn Sie so schnarchen? Netter Raum, den Sie hier haben. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Er lebt in Kalifornien, bis er zur Erdbebengefahr erklärt wurde. Das Stahlwerk nebenan hat sich über den Lärm beschwert. Einmal inhalierte er ein Kopfkissen. Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Das klingt so falsch. Netter Raum, den Sie haben. Das ist übrigens die Herzchen-Suite. Das erinnert mich an einen Grußkartenladen, den ich gearbeitet habe. Das erinnert mich an einen Stapel Karten. Wo auf der Welt kann man Möbel in der Farbe kaufen? Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Also ja, der ist nicht sehr gesprächig. Und wir müssen an den Pulli ran. Also benutzen wir mal den Groschen mit dem Zahlschlitz hier hinten. Und so rutscht er ein Stück weit vor. Aber das reicht noch nicht. Wir brauchen noch mehr Groschen. Jetzt gucken wir uns erstmal das Telefon an, beziehungsweise benutzen es. Wir wollen nämlich einen Diamanten kaufen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe eine Tankkarte. Als ich es fand, schien das Ding so nützlich. Okay. Das heißt, wir brauchen erst einmal eine Kreditkarte oder etwas in der Richtung, um einen Diamanten zu bestellen. So, der Bonbonautomat bringt uns leider nichts. Wir haben aber noch zwei Räume hier, die wir öffnen können. So, gucken wir hier rein. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Wie angemessen. Bang. Nicht mal das kann ich richtig machen. Das muss aber trotzdem wehgetan haben, wenn einfach mal so die Fahne durch seinen Kopf durchgegangen ist. Er hat auch einen Fernseher, er hat Sushi-Reste. Ich kann das von hier nicht gut sehen. Ja, wir können von hier eigentlich gar nichts sehen und durch die Kette können wir ja nicht durch. Aber wir können die Zaubertinte anschauen. Nett. Nehmen wir sie mal mit. Nett. Okay, es ist Zaubertinte. Die könnten wir mal probeweise benutzen. Zu langweilig. Nö, können wir nicht. Okay, nächste Tür. Und hier haben wir... Grün! Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Okay, wir können mit Grüntentakel reden. Willst du mir helfen, die Welt retten? Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Okay, jetzt können wir über Musik reden. Berauschende Dreitonstimmharmonie, provokante lyrische Inhalte, sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen. Wirklich, was für eine Qualität ist das? Nö, wir nehmen mal das hier. Sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem, arbeitet ihr an einem neuen Album, schon beim Radio gewesen? Wunderprächtig. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Schon mal im Radio gewesen? Schon mal im Radio gewesen?
Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Spusetieren? Er findet ja einen Verkleinerungsstall, schmeißt der alte Frau die Treppe runter. Also, ich will nicht spoilern. Eine dieser Aussagen ist nämlich richtig. Ich nehme einfach mal das Lächerlichste. Schmeißt der alte Frau die Treppe runter? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Das kann ich mir vorstellen. Also ja, damit ist dieses Sitzkissen gemeint. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Ja, also man kann schon sehen, das Bett gehört den beiden. Also Green schläft unten, Purpur schläft oben. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Ja, yeah, wir sind der B-Man. Okay, wir können uns hier umsehen. Viel Welteroberungspläne? Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Okay, Welteroberungspläne. Bowlingkugel. Mauseloch. Es ist ziemlich klein. Gut, an die Maus kommen wir schon mal nicht dran. Bowlingkugel. Nett. Okay, Lautsprecher. Wir können das Videoband mal mitnehmen. Das brauchen wir nämlich noch, glaube ich. Was ist da drauf? Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Okay. Benutze Videoband mit Anlage. Damit kann ich das Video nicht benutzen. Nein, das wollte ich. Ist aber cool, dass er sagt, er kann das Video damit nicht benutzen. Also nicht nur, dass er sagt, das geht nicht, sondern wirklich, dass sie das so synchronisiert haben. Videoband mit Anlage. Damit kann ich das Video nicht benutzen. Okay, dann brauchen wir das für was anderes. Okay. Benutze An-Ausschalter. Wow, das ist laut. Ja, genau. Wir müssen nämlich jetzt die Box hier drücken. Genau. Dadurch werden die Vibrationen größer und die falsche Kotze fällt ab. Gut. Anlage aus. Damit hätten wir schon mal das erreicht. Die können wir dann auf dem Weg nach unten abholen, die Kotze. Was sehr toll klingt. Okay, wir haben zwei weitere Türen. Öffnen wir erst die hier, weil hier geht's in die Überwachungszentrale. Erstmal haben wir hier eine Statue. Seltsam. Muss ein Edison sein. Eine Eule. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Ganz toll. Elvis? Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Ja. Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Ja, die Verrückte. Monitore? Etwas Seltsames passiert hier. Ja, da oben haben wir den Typen, der versucht, sich selber umzubringen. Dr. Freds Büro, da passiert nichts. Und Dr. Freds Büro, wo nichts passiert. Okay, wir können jetzt erstmal mit Edna reden. Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Sie müssen mich mit einem anderen Bernard Bernoulli verwechseln. Nein, mein Name ist Threepwood Neidig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Ich bin hier, um ihren Videorekord zu behalten. Das ist ein Geheimnis, ich darf es nicht verraten. Ich gehe besser. Nehmen wir den Tentakel. Ich versuche, ein Tentakel von der Diktatur abzuhalten. Wirklich? Wie schön! Wie geht es, Dr. Fred? Ich habe gerade die Statue bewundert. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Wie geht es, Dr. Fred? Wie geht es, Dr. Fred?
Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Wie hat er es geschafft, aufzuhören? Nö, fragen wir nach den Finanzen. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Okay, er ist schuld. Ja, aber das ist auch wichtig zu wissen, dass der Vertrag da drin ist. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Wie hat er es geschafft, mit dem Schlafwandeln aufzuhören? Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Okay, also wir wissen, das wussten wir eigentlich schon alles über Fred. Wir brauchen also entkoffeinierten Kaffee, um an den Tresor zu kommen. Ich habe gerade die Statue bewundert. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Ist das ein Videorekorder? Okay. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall! Okay, also sie lässt uns schon mal nicht dran. Ist das ein Plexus-Videorekorder? Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Okay, und eine Kristallmatrix. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Also ja. Wir müssen auf jeden Fall an die Anlage ran. Dazu könnten wir sie einfach aus dem Zimmer stoßen. Nämlich so. Gucken, ob keiner hinsieht. Das Problem ist, sie hält sich an der Statue fest. Dong. Okay, also müssen wir die Statue irgendwie loswerden, ohne dass sie uns auf den... ohne dass sie uns gleich umbringt. Und neue Zeitungsanzeige. Frofos Smaragd gestohlen. Runde Abdrücke hinterlassen. Ja. Was auch immer Purpur mit einem Smaragd will. Gut, wir haben noch eine Tür. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja. Nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli. Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nichts. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Was für eine Militärsache? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Oh, das klingt aber hart. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm.